Hallihallo, meine Lieben, ich bin's, euer Ötzi Klech Gnadenlos, hier mit dem Special 13 fette Fights Special. Das ist noch, sind nochmal 13 fette Fights von dem Clan War, den wir gemacht haben letzten Monat. Die konnte ich euch leider nicht zeigen, weil ich ja nicht so guten Empfang hatte in der Türkei, und deswegen werde ich jetzt das nachholen. Die 29 Schecks von COC Deutschland greift den Xavier an. Das ist der erste Fight. Gegen Biron. Biron war natürlich sehr, sehr gut in der Zeit, und die konnten ja auch in der Zeit auch noch dieses Nintendo, was ich immer gerne sage, also diesen Mod benutzen. Das wird sich ja in diesem Update jetzt ein bisschen ändern, dass man da jetzt Freundschaftsspiele machen kann, und das ist dann so ein bisschen so legaler Mod werden wird. Also so denke ich, weil man könnte sich ja zum Beispiel, einer von den Clan-Mitgliedern kann sich die Burg von dem einen nachbauen, und dann kann man dann üben, bis der Arzt kommt, so dass man dann natürlich gut angreifen kann, oder wie man angreifen kann, von welcher Seite. Das ist so ein bisschen so negativ, aber ich glaube, Supercell hat das extra gemacht, damit sie jetzt die ganzen Modder, die ja natürlich einen sehr, sehr großen Teil von COC dargestellt haben und die auch sehr, sehr viel Geld investiert haben, dass sie die nicht verlieren, dass die dieses Geld nicht verlieren. Und deswegen haben die dann jetzt das so gemacht, dass sie das dann ein bisschen legalisieren, indem sie diese Freundschaftsspiele ansetzen. Das sollte jetzt eigentlich nur dazu sein, dass man mit Freunden gegeneinander kämpft, aber das ist ein zweischneidiges Schwert. So wie ich euch das auch gesagt habe, dass man könnte einfach jetzt, wie gesagt, einfach das Dorf von dem einen Gegner einfach nachbauen, wenn man die Zeit hat, wenn man Lust hat, sich das anzutun. Und das haben ja Clan War Clans, und die sind ja ehrgeizig, und die werden das dann höchstwahrscheinlich auch machen, und 100% sogar machen. So, die 29 hat den 46 Xavier rasiert und platt gemacht, meine Damen und Herren, rasiert und platt gemacht. Yeah, Batman in the House, 13 Fights. So, kommen wir zum nächsten Fight, meine Damen und Herren. Olli Hahn von COC Deutschland hat sich die 21, den Bobcat 2001 von Beer Run zurechtgelegt und versucht ihn jetzt zu rasieren und platt zu machen. Wie ihr seht, wie ihr wisst, meine ich, war ich jetzt am Wochenende, am Donnerstag war ich in Kassel, also am Mittwoch war ich in Kassel, am Donnerstag war ich in Karlsruhe bei RTL. Bei Ninja Warriors, da darf ich euch leider nichts zu sagen, wegen den Verträgen und so, und weil das ja noch ausgestrahlt wird. Aber ihr werdet sehen, wie weit unser Kollege gekommen ist, der Koray Cengiz. Ihr könnt ja auf die Seite von RTL rauf, und dann ist da so auch schon so ein kleiner Bericht über ihn. Richtig lustig, und das war richtig, richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten zwei super Tage in Karlsruhe. Haben wir natürlich da ein bisschen, waren wir spazieren und haben ein bisschen was getrunken und so, war richtig, richtig cool. Und dann sind wir nach Bremen gekommen, am Samstag, also am Freitagabend waren wir schon in Bremen. Dann haben wir bei mir gepennt mit dem Koray zusammen, und dann sind wir auch zur Hype FC MMA Turnier hingefahren, und da gab es 15, 16 richtig fette Fights. So, wie ihr seht, hat der Olli Hahn jetzt schon 2 Sterne, und jetzt wird er natürlich versuchen, so viele Prozent so wie möglich zu kriegen, zu erhaschen. Mal gucken, wo er die Boogies einsetzt. Oh, da oben ist ein Boogie, der wird eingesetzt und holt noch ein paar Prozente. Ja, wie gesagt, wir waren da, haben fette Fights gesehen. Leider konnte der Koray nicht kämpfen dieses Mal, weil wegen RTL und so, und das war ein bisschen knapp. Jungs, ich bin hier auch am Farm. Ich muss mir mal jetzt gleich was spenden, weil ich gerade keine online ist. Ich muss jetzt mal Truppen vorproduzieren. Zack. Ich werde auch gleich noch was zum Update sagen. Ein bisschen schnacken mit euch. So, der nächste Kampf ist von Bossbanger COC Deutschland gegen die 37 Brett von Beer Run. Hier versucht er es mit einem Queen Walk. Und wir hoffen natürlich, ob das er schafft. Ob er es schafft, werdet ihr jetzt sehen. Werdet ihr sehen, sorry Jungs, ich muss mir hier, wie gesagt, ein paar Truppen geben. So, jetzt muss ich in den anderen Account. Zack.
Zack. Mir ein paar Walküren schenken. Ich bin jetzt bei 4.943. Es geht schleppend voran, aber ist mir egal, wie lange das dauert, Jungs. Hauptsache, ich bezahle jetzt hier nicht mehr so viel Kohle. Ich stecke auch nicht mehr so viel Geld rein jetzt in dieses Spiel. Und wenn ich schon lese von einigen Leuten, dass die jetzt fürs Update Kohle zur Seite gepackt haben, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Scheiß doch einen drauf, Alter. Ihr könnt in Legende so geil farmen, Jungs, Alter. Richtig fett, Alter. Richtig geil kann man hier farmen. Und versucht euer Bestes. Versucht nicht. Ich starte jetzt die Lupe. Habe ich alles? Habe ich alle Zauber? Ich gucke mal schnell. Zack, jo. So, meine Freunde, der Bossbanger hat hier schon richtig, richtig brutal abgeräumt. Guckt euch das an. Die Queen geht immer noch ab wie Zäpfchen, Alter. Wie Zäpfchen. Und die Luftabwehr ist down. Richtig geil, richtig fett. Und jetzt wird er mit seinen Ballons, mit seinen Hunden jetzt versuchen, das Dorf zu rasieren und Platz zu machen. Wie gesagt, wir waren da bei MMA-Turnier. Da hat die Samira Europameistertitel um den Europameistertitel gekämpft im Frauen K1 war das, glaube ich. Da hat sie auch gewonnen. Haben richtig, richtig, richtig viel Spaß gehabt, Fett Party gemacht. Wenn ihr mich bei Facebook, wenn ihr mich als bei Facebook als Freund habt, dann könnt ihr sehen, dass das richtig, richtig cool war. Die Fotos sind natürlich bei Facebook zu sehen. Ja, und hier seht ihr, Boss Banger rasiert den Brad. Brad Pitt wird rasiert. Brad Pitt und Angelina Jolie waren auch bei B-Run, aber die wurden rasiert und platt gemacht von unserem Boss Banger. So, jetzt kommen wir zum nächsten Fight. Wir kommen zum nächsten Fight. Wir kommen zum nächsten Fight. Und wer ist der Nächste? So macht Batman halt. Batman. Batman. So, welchen Kampf gucken wir uns denn dann an? Ich bin mal ehrlich gespannt, welchen wir uns angucken. Da überlegt der Ötzi, welchen wir natürlich angucken können. Wieso? Wieso? Ja, wir gucken mal. Wir gucken. Ja, wir gucken uns von The Beast, meine Damen und Herren, The Beast, Dari, meine Damen und Herren, die hübsche Dari hat hier gekämpft und hat hier versucht, natürlich alles zu rasieren, alles platt zu machen. Sie ist jetzt bei COC Deutschland zum Admin befördert worden. Das finde ich richtig, richtig nice. Dari, meine Damen und Herren, eine der hübschesten COC-Spielerinnen. Verdammte Axt nochmal, Alter. Wenn ich in der Nähe wäre, hätte ich sie angebaggert, aber leider ist sie ein bisschen zu weit weg. Ne? Sie ist Bayer, ich bin im Norden. Das ist ein bisschen viel, viel, viel Kilometer Unterschied. Ne? So, jetzt versucht sie natürlich mit den Wallis da durchzukommen. Und Wallis sind leider, leider nicht gut im Mauern aufbrechen. Aber da will es sie. Da hat sie jetzt Glück. Die werden jetzt leider nicht geheilt, die Wallis. Alter, verdammte Scheiße nochmal. Der Zauber ist ein bisschen, aber egal, egal, es wird richtig, richtig, richtig lockere 2 Sterne hier von unserer Dari, die Adminerin. Jo, was habe ich euch erzählt? MMA-Turnier waren wir, dann waren wir bei RTL, bei Ninja Warriors, richtig fett. Ja, und ich habe jetzt noch eine Woche, da muss ich wieder anfangen zu arbeiten. Dann arbeite ich 2 Monate und dann habe ich wieder 2 Monate Urlaub. Dann werde ich wieder in die Türkei fliegen. Richtig, richtig fett. Guckt euch das an, was ich hier angezogen habe. Das ist der Sponsor von den Koray. Da haben wir Klamotten geschenkt bekommen. Richtig, richtig geile Klamotten, Alter. Die haben wir auch bei RTL angezogen. Und wenn ihr Ninja Warriors anguckt, dann werdet ihr mich auch sehen, Alter. Ah, ihr werdet mich sehen. Ihr werdet mich sehen. Der Ninja Warriors. Da habe ich das an. Was ich jetzt gerade anhabe, habe ich dann auch an. Du musst bis zu deiner. Oh, ich muss noch ein bisschen hier verlängern. Meine Auszeit um für 10 Juwelen, damit ich hier ein bisschen weitermachen kann.
So, Jungs, der nächste Fight ist von Kern von COC Deutschland gegen neuen Black Death Beer Run, meine Damen und Herren. Wir gucken natürlich, was er hier zustande bringt. Der Kern, noch eine große, brutale Mitteilung, Jungs. Wir werden am 27. den COC Deutschland Clan War 4 ansetzen, den vierten Clan War. Und ich werde das vierte Mal, verdammte Axt in eure Gesichter stylen, mitmachen bei COC Deutschland. Das ist ein legendärer Clan War, der jeden Monat stattfindet, und es ist eine Ehre, da mitzumachen, und wir werden natürlich versuchen, alles unser Bestes zu geben. Wir hoffen auf einen gleichwertigen Gegner, auf keinen Farm-Clan, und dann werden wir richtig abgehen am Samstag, Alter. Am 27, meine Damen und Herren, 27, ist das ein Freitag? Ich muss mal gucken, Freitag oder Samstag? Halt. Am Freitag, Entschuldigung, Jungs, Entschuldigung, aber da werde ich noch mal ein Video raushauen am Mittwoch oder am Donnerstag, damit ihr mehr wisst. Aber hier, guckt euch das an, der Kern hat schon 2 Sterne richtig garantiert in der Gesicht und wird noch hier schöne Prozente mitnehmen, schön, schön. Jo, bei uns läuft es auch sehr gut. Wir haben jetzt seit 3 Kriegen oder 4 Kriegen wieder alles auf grün. Also wir haben hier 3-4 Mal hintereinander jetzt gewonnen, und das war richtig, richtig cool. Da bedanke ich mich nochmal bei unseren Clan-Kameraden, dass die so krass gekämpft haben und brutal gekämpft haben. So, Jungs, das eine mit den Freundschaftsspielen habe ich euch erzählt. Dann wird es noch diesen Tunnelgräber geben. Da habe ich jetzt nicht extra ein Video rausgehauen, und da... ich finde den auch ein bisschen albern, diese Tunnelgräber. Ich muss mal gucken, was der so drauf hat in Real Action, ob man den gebrauchen kann. Dann den Babydrachen, das ist auch von Clash Royale. Ein Charakter, der ist jetzt auch dazu gekommen bei Clash of Clans. Das ist eine Lufteinheit, mal gucken, mit Elixier, wie er drauf ist, ob er stark ist, ob man da auch mit abgehen kann. Dann werden wir natürlich... gucken, was dann abgeht. So, die 35 Berti COC Deutschland wird den Buddy Love Junior rasieren und versuchen zu rasieren, natürlich, platt zu machen. Hier mit seinem Drachen, mit seinem Ballon, hat er jetzt hier schön die Luftverteidigung geblitzt und wird hier versuchen, die Luftverteidigung von hier außen platt zu machen. Den Tesla ist jetzt platt, der Bunkturm. Tesla hat er leider nicht geschafft, aber egal, wir werden mal gucken, was er hier zustande bringt, der Berti von COC Deutschland, meine Damen und Herren. Ja! Wo war ich stehen geblieben? Bei dem Update, ne? Wird ein fettes Update, Jungs, Alter. Das Update wird morgen um 12 Uhr, höchstwahrscheinlich morgen um 12, zwischen 12 und 2 Uhr kommen. Heute war nochmal ein Zusammenbericht über alles, und wie gesagt, ich werde das Update farmen, Jungs. Ich werde da kein Cent reinstecken, nur Juwelen benutzen, um zu boosten, aber das geht ja richtig, richtig schnell jetzt, Fight zu finden, und das wird dann auch kein Problem sein, hier den Loot zu schnappen, Gold oder Elixier oder Dunkles. Also das kann man auch locker bei Legende machen, und ich werde natürlich versuchen, jetzt beide auf Legende zu bringen. Ich will jetzt ein bisschen angreifen, und das ist mein Hauptziel, und natürlich werde ich jetzt ein paar Nachteile haben, weil die anderen... ich habe ein Dorf gefunden, aber was für ein Scheißdorf. Alles ist außen, Jungs, Alter, und nur in der Mitte ist der Adler und des Rathaus. Boah, was für ein Dorf, Alter. Ich muss angreifen, Jungs. Das ist sehr wichtig. Ich muss angreifen und mir das mal kopieren, Alter. Das sieht nämlich nicht schlecht aus, der Lachs, Alter. Ich werde natürlich angreifen, live. Angriff von Emir Ötzi, Clash gnadenlos, meine Damen und Herren. Ich versuche hier das Dorf zu rasieren und Platz zu machen. Und sie gehen rein. Kommt, geht rein in die Mitte, geht rein in die Mitte. Nein, die gehen alle außen rum. Das war so klar, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Ja, was soll ich da jetzt so sagen, ne? Was soll ich jetzt da so sagen, ne? Ich werde hier mal ein bisschen vergiften. 1 Stern habe ich jetzt schon.
Einen Stern habe ich jetzt schon, aber den zweiten kriege ich nicht. Oh, sogar die Teslas sind in der Mitte. Jungs, dieses Dorf wird von mir nachgebaut, Alter. Das ist ja richtig nice, Alter. Boah, wer schafft denn? Das schafft niemand im Leben. Niemand im Leben schafft da 2 Sterne, Alter. Wenn dann nur 3. Weil es sieht so gut aus. So, Fabi, vor dir. Ich gebe mal jetzt Gas. Das Problem ist, der Adler ist in der Mitte. Verdammte Scheiße nochmal. Sonst, ich habe jetzt schon 80%, Jungs, Alter. Boah, 80%, Alter. Was geht denn? Was geht denn? Was geht denn, Alter? Was geht denn? Fabdi hat die Sunny vom Beer Run vor der Linse und versucht, ihn zu rasieren und platt zu machen, meine Damen und Herren. Ich bin bei 84%, Jungs, Alter. Boah. Alter Schwede, ich glaube, ich baue das Dorf doch nicht nach, Alter. Boah. Verdammte Scheiße nochmal. Wenn der Adler nicht in der Mitte wäre, wenn ich den Adler irgendwie gekriegt hätte, ne? Ich hätte 3 Sterne locker geschafft. Oh, Jungs, Alter. Wisst ihr, wie viel Prozent ich habe? Wisst ihr, wie viel Prozent ich habe? Mir fehlen nur die 2 Teslas, das Rathaus und der Adler. Ich bin bei 94%. Boah. Ah, ich gebe auf. Zack. Boah. 780.000 Gold. 577.000 Elixier. 5.000 Dunkles und Bonus 320, 320 und 2.240. In the house. In the Gesicht. In the Gesichtsstrahl. Style Deluxe Grätsche des Jahrhunderts. So, fordern wir jetzt noch mal ein paar Valkyren. So, da will jemand mal Golem haben, den geben wir ihm natürlich. So, Fabi, das war richtig nice, 2 Sterne, sichere, lockere 2 Sterne. Ich muss mir mal hier jetzt ein paar Truppen geben. Die 21 Kratos, die 21 Kratos kämpft gegen Soy Soße. Die Soße des Todes, Alter. Er kämpft gegen die Soße des Todes. Ich hoffe natürlich, dass er gegen die Soße gewinnt, Alter. Weil die Soße, Alter, das ist ein krasser Name, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Verdammt nochmal. Das ist die Soße des Todes, Alter. Tak, tak, tak. Eilzauber habe ich nicht. Boah, muss ich jetzt jammen, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Verdammte Axt nochmal. Ich muss. Ah. Alles German. Ah. Oh, Valkyren in the house, Alter. Richtig nice, Alter. Mal gucken, ob wir mit den Valkyren kämpfen. Ich habe Billo aus Versehen einen Altzauber gegeben. Er wollte, glaube ich, Gift haben, aber egal, Alter. Wenn er versucht, die Burg zu giften, Alter, haut er dann Altzauber rauf und dann wird die Burg schneller? Boah. Richtig geil, mein Land, der Renier. Jetzt gucken wir mal, ob er hier überhaupt. Natürlich, 2 Sterne schafft er locker. Er wird jetzt zack boosten in der Haus und wird dann natürlich die 2 Sterne mit nach Hause nehmen. Mit nach Hause bringen. So, jetzt müssen wir wieder warten, dass die Truppen. Ich werde hier natürlich jetzt noch eine Mauer machen, weil das Update ja erst morgen kommt. Zack. Ich habe wieder 10 Millionen Gold. Bei Clash Gnadenlos fehlen nur noch ein paar Mauern. Dann bin ich da auch Full Max. Also dann sind die Mauern alle auf Level 11. Und das ist dann richtig geil, Alter, Jungs. Richtig fett, Alter. Da bin ich richtig stolz. Da habe ich fast 2,5, 3 Milliarden gefangen bei dem Account und da bin ich richtig, richtig stolz drauf, Jungs. So, jetzt kommen wir zum nächsten Fight, meine Damen und Herren. Papa Schlumpf wird von Gargamel nicht angegriffen, sondern verfolgt und da hat er sich den Knarf 13 von B-Run, hat er sich da vor die Linse gepackt, Alter. Als 30. greift er die 6 an. Ist er denn verflucht nochmal bescheuert? Ah, ist er bescheuert? Ah, da frage ich mich, was er für Probleme hat, wieso er die 6 angreift. Hat er die Stumpfine gesehen? Hat er sie gesehen? Hat er die Stumpf. Alter,
Das ist ja richtig Traum, Alter. Habt ihr gesehen, wie die, Walküren in die Mitte laufen? Boah, ist das fett, Alter. Ist das brutal, meine Damen und Herren. Papa Stumpf macht seinen Namen Ehre, Alter. Er macht es einfach. Verdammte Axt, nochmal. In der Haus. Oh, das wird jetzt knapp. Nein, 50%. Papa Stumpf hat es geschafft. Papa Stumpf. Ich hoffe, er ist bei diesem Clan war wieder dabei. Richtig, richtig cooler Typ. Den habe ich da auch kennengelernt bei dem... bei unseren Clan Boss natürlich. Drei Clan Boss hatten wir, jetzt sind wir bei vier. Vier in der Haus, Jungs. So wie Batman zeigt. So, jetzt greift die 1 die 12 an und versucht natürlich die 12 Sam Noob. Er ist ein Noob vom Sam. Und wird er natürlich versuchen anzugreifen. Er nimmt ein bisschen so den längeren Wegsteil, aber das Dorf sieht auch schon sehr, sehr gut. Könnte man auch natürlich mit Drachen vernichten, aber natürlich versucht er es mit seinen Wallis, Alter. Wallis in der Haus. Er hat Wallis auf Max und wird sie natürlich hier reinstecken. Richtig geil. Er wartet jetzt ein bisschen, schickt 6, 7 vor und jetzt den Rest. Oh, er hat immer noch 5 auf Tash, Alter. Und die setzt er jetzt. Verdammte Scheiße nochmal. Und jetzt werden sie rasiert. Jetzt ein Wut und dann drehen die durch, Alter. Die drehen einfach durch. Walküren in the house. Walküren in the house. Und das, was mich gewundert hat, Jungs, dass die Walküren nicht schlechter gemacht werden. Alter, das ist ja richtig, richtig Traum für Leute, die mit Walküren kämpfen. Aber natürlich wurde jetzt mit dem nächsten Update wieder eine Lufttruppe gemacht. Und die erhoffen sich natürlich, dass die Leute wieder jetzt mit Luft angreifen, mit diesem kleinen Babydrachen. Mal gucken, wie das jetzt sein wird, mit dem, ob der so stark ist, wie viele Levels der hat. Also mit Elixier kann man den kaufen. Den Tunnelgräber weiß ich jetzt gar nicht, mit was man den kaufen kann. Ich habe mir noch nicht mal das Video angeguckt, Alter. Ich finde ihn so, ja, das ist meine einzige legendäre Karte bei Clash Royale. Und das ist richtig zum Kotzen, Alter. Richtig brutal. Aber ich glaube mal, auf Level 2 oder auf 3 würde richtig abgehen, Alter, bei Clash Royale. Aber bei Clash of Clans, Alter, weiß ich auch nicht, Alter. Man kann ja mit die Mauern umgehen mit einem Sprung, Alter. Da kommt man da auch rein. Man muss nicht unbedingt so einen Maulwurf einsetzen, Alter. Verdammte Angst nochmal. Und sehr, sehr große Verteidigung packt man so und so nicht aus. Da packt man erstmal diese Sammler rein zum Puffer. So, Jungs. Der Falco von COC Deutschland schnappt sich jetzt den The White Ninja von Beer Run und wird ihn versuchen zu rasieren und platt zu machen. Nochmal was zu diesem einen Video, was ich gemacht habe. Alter, ich habe versucht, alles, was ihr wolltet, was ihr sehen wolltet, habe ich gezeigt im Video und dann sagen immer noch, welche ist ein Fake. Die Musterung, die Naht und... Oh, alles so ein Scheiß, Alter. Jungs, Alter. Ich weiß, dass diese Schuhe 100% echt sind, Jungs. Weil ich habe die von einem sehr, sehr guten Kumpel. Wenn ich euch den Namen nenne, ne, dann ihr würdet mir wieder nicht glauben, Alter. Weil ich weiß genau, dass ihr niemanden irgendwas gönnt. Darum werde ich auch den Namen jetzt nicht sagen. Das ist ein sehr, sehr berühmter Rapper aus Berlin. Alter, und wenn der hört, ne, dass die Schuhe unecht sind, ne, Alter. Die geht zu euch nach Hause und klatscht euch ein, Alter. Ich schwör's dir, Alter. Scheiß mal ein Dorf, Alter. Scheiß mal ein Dorf. Auch wenn die gefälscht sind, Jungs, Alter. Auch wenn das so sein sollte, Alter. Was interessiert euch das? Verfluchte Scheiße nochmal. Ich hab dir bei irgendeinem Video angezogen, Alter, wo ich gegrillt habe. Und dann habt ihr gleich gesagt, dass die Fakes sind, Alter. Was interessiert euch das, Alter? Verdammte Scheiße. Und da schreibt einer, du H. Alter. Jungs, was hat meine Familie damit zu tun, Alter? Du machst dein Nick bei YouTube. Hast du kein Bild drin? Hast du nichts drin? Hast du nicht die Eier, dein Bild reinzupacken oder zu sagen, wer du bist, du Spasti, Alter? So beleidigen, Alter. Für was, Alter? Für irgendwelche hässlichen Schuhe? Ich habe euch gesagt, dass ich diese Schuhe verlosen werde. Und dann werde ich die Quittung noch dazu reinpacken. Versteht ihr? Damit ihr seht, dass die echt sind, Alter. Verfluchte Scheiße nochmal, Alter. Ich kacke einen auf diese Schuhe.
aber ich lasse mich von niemandem beleidigen von euch, Alter. Und wenn ihr mich beleidigt, dann habt ihr Eier und versteckt euch nicht, Alter. Versteckt euch nicht, Jungs, hinter euren iPads und Laptops oder was ihr habt, Alter, mit was ihr da spielt, Alter. Spielt mit euch selber. Verflucht die Scheiße nochmal. Ich habe ein schönes Leben. Ich habe sehr, sehr gute Freunde, Jungs. Ich habe Spaß am Spiel und ich kacke einen auf alle Hater auf dieser Welt, Alter. Ihr sagt, ja, ich gönne dir das, aber das sind Fakes. Er fickt euch, Alter. Scheiß doch einen drauf, ob die Fakes sind oder nicht, Alter. Ich habe selber echte, darum kann ich dir das sagen. Alter, weißt du, was mich das nicht interessiert, Alter. Ich habe zu Hause die bequemsten Schuhe auf der Welt, Alter. Die haben keine 10 Euro gekostet, Alter. Das ist mein Lieblingsschuh. Ich kacke einen drauf, Alter. Ich ziehe diese verpunkten Schuhe beim Grillen an, Jungs. Grillen, grillen. Versteht ihr, was ich meine? Grillen. Die Leute packen sich die machen sich Regale und packen die da drauf, Alter. Und ich benutze die zum Grillen, Alter. Verfluchte Scheiße, Alter. Geld und Materielles ist mir nicht wichtig. Mir ist Freundschaft wichtig und richtige Freunde, richtige Abonnenten. Alle, die mich nicht mögen oder so, die sollen einfach mich deabonnieren, die sollen sich verpissen einfach. Weil ich will nur Abonnenten haben, die mich mögen, versteht ihr? Und das ist 2500 Abonnenten sind mir tausendmal mehr wert wie 20.000, Alter. 20.000 gekaufte Abonnenten oder was weiß ich, wie ihr das macht, Alter. Weil ihr macht die hässlichsten Videos auf der Welt und habt 10.000, 20.000 Abonnenten. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, Alter. Habt ihr euch in Indonesien und in China euch die Abonnenten gekauft? Könnt ihr keine Werbung schalten, weil YouTube euch dieses Dings gesperrt hat und so, Alter. Ihr seid peinlich, Alter. Ihr seid echt peinlich. Ihr, um ein bisschen Fame zu haben, kauft ihr euch Abonnenten, Alter. Das ist richtig peinlich, Alter. Ich bin stolz auf meine 2500 Abonnenten. Das sind wahre Abonnenten, das sind richtige Abonnenten und nicht so gekaufte und möchte gerne Abonnenten wie bei euch, Alter. Verdammte Axt nochmal. Hast du 30.000 Abonnenten, hast du 400 Klicks auf deinen Videos, Alter. Ist dir das nicht peinlich, Junge, Alter? Boah, verdammte Scheiße nochmal. Ich will hier keinen Namen nennen, aber ist echt, echt traurig, Alter, Jungs. Echt traurig. Ja, das musste ich mal jetzt so loswerden, ne, Jungs. Wie gesagt, ich bin glücklicher Mensch. Ich habe eine sehr, 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 sehr schöne Familie. Ich habe sehr, sehr coole Freunde und, Alter, ich kacke einen auf mich. Ich kacke nur auf diese Hater, Alter. Verdammte Scheiße nochmal. Ich habe Spaß am Spiel. Ich habe, guckt euch das an, Alter. Becci, Alter. Becci von COC Deutschland. Rasiert Killer Croc, Alter. Killer Croc. Becci wollte ich sagen, nicht Becci, Alter. Becci, Rebecca, Alter. Ist eine hübsche Lady, die beim letzten Mal mitgemacht hat. Und sie hat mir geschrieben, dass sie eine Frau ist. Und dass sie nicht Becci genannt werden will. Dass sie Becci genannt werden will, das sollte ich nochmal im Video sagen. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Nee, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe versprochen. Ich halte meine Versprechen, Jungs. Ich halte meine Versprechen. 100, 150, 200 Euro, Alter. Was ich alles an Geld euch schon zurückgegeben habe, ne? Ich will jetzt mal die Wahrheit sagen, Jungs, ne? Ich fand das ein bisschen scheiße, weil ich hatte keine Lust, dass zu mir die Leute sagen, Alter, Ötzi hier schmeißt mit Geld um sich oder er hat viel Geld und so. Und deswegen habe ich immer gesagt, dass ich Sponsoren habe, die mir diese 100, 150 Euro zur Verfügung stellen. Aber das ist nicht so, Jungs. Das bezahle ich alles aus eigener Tasche. Habe es auch bis jetzt immer gemacht. Das Video ist jetzt auch zu Ende, aber ich mache jetzt mal weiter. Scheißegal. Ich hau da gleich noch ein paar Fotos drauf. Also ich habe alles aus eigener Tasche bezahlt bis jetzt. Die ganzen YouTube-Einnahmen, was ich hatte, habe ich da jetzt reingeballert. Ich habe natürlich ein bisschen Kohle gekriegt, damit ich Clash Royale Videos zeige und Videos mache, und die habe ich euch auch gegeben.
Mir macht das Spiel auch Spaß. Ich mache das jetzt nicht, weil ich da ein bisschen Geld für gekriegt habe, weil es mir Spaß macht. Ich habe einen sehr, sehr geilen Clan. Und ich will nur damit sagen, Jungs, Alter, ich mache alles für euch. Ich bin immer ehrlich und ich brauche niemanden anlügen, Alter. Und wenn ich sage, dass die echt sind, dann sind die echt, Jungs, Alter. Sagt mir einfach, was ihr sehen wollt, dann zeige ich euch das, gebe ich euch Fotos. Schreibt mich privat an oder so und dann zeige ich euch auch die Quittung, Alter. Zeige ich euch auch den Namen von dem Rapper, wenn ihr Bock habt. Alter, Schwede, shit, um die Scheiße. Das soll es gewesen sein. Am Freitag, wie gesagt, COC Deutschland, 4. Clan War. Und seid dabei, versucht euch jetzt zu bewerben, heute zu bewerben, dann seid ihr vielleicht dabei, meine Leute. Tschüss. Tschüss.